Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Das ist meine Frühjahrstour und die führt mich so Richtung Süden, so grob gesagt in den Westerwald. Schauen wir mal, was ich da finde. Das soll auch eine Overnight geben. Gucken. Vielleicht mache ich mir auch noch was Leckeres zu essen dann. Schauen wir mal. Aber jetzt brauche ich erstmal einen Bäcker für Brötchen und Kaffee. Also, ich melde mich gleich wieder. Erstes Zwischenziel erreicht. Und zwar ist das der alte
jüdische Friedhof von Nassau. Und den werdet ihr dann später in einem eigenen Video sehen. Thank you.
So, nächste Parkplatz erreicht. Und das hier ist wirklich ein Wanderparkplatz im Nichts, weil ich möchte zu einer Ruine hin. Ich muss auch so einen Meter laufen. Aber erst muss ich mal ein paar Minuten warten. Es fängt an zu tröpfeln. Ich habe keine Lust mehr, das in den Arsch zu holen, ehrlich gesagt. Aber wenn ihr euch das jetzt hier schon anguckt, seht ihr die Aussicht. Dann bin ich auf die Ruine gespannt. Wenn ich mir jetzt die Aussicht angucke, dann kann das mit dieser Ruine an sich nur noch spektakulär werden. Hier haben wir dann einen richtig schönen kleinen Hohlweg, wie es auch früher so war. Hier ist noch ein Hohlweg. Das war also, wenn der eine so ausgefahren war, hat es einen neuen gegeben. Da kann man das auch wunderbar sehen. Da geht ein Hohlweg lang. Da bin ich gekommen. Hier ist der nächste. Hier ist über Jahrhunderte müssen Leute hierher gewandert sein. Ist auch toll. Jetzt will man zu einer Ruine, geht den Schritt nach und dann hat man schließlich drei Wege zur Auswahl. Ich will hier zu einer Ruine und jetzt habe ich sie schon fast erreicht und hier steht schon ein uralter Obstbaum mitten im Wald. Also es kann nicht mehr weit sein. Aber wie das immer so ist, die Ruine, die kommt dann in einem separaten Video für euch. Und das könnt ihr euch dann in den Einzelvideos angucken. Jo. Und mit der Aussicht soll es dann auch von dir gewesen sein. Ja, die Ruine ist, ich muss sagen, einfach nur spektakulär. Man sieht, da ist nichts neu aufgemauert worden für Touristen und dergleichen, sondern sie steht so da quasi, wie sie vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten eingestürzt ist. Wirklich toll. Eine tolle Atmosphäre, das ganze Ding. Jo, dann werde ich mich jetzt aufmachen, wieder zurück langsam zum Auto. Und dann gucken, irgendwie noch eine Kleinigkeit einkaufen, eventuell irgendwo was essen und mir dann einen Schlafplatz suchen. Also ich melde mich dann gleich wieder. Ich habe gerade festgestellt, ich habe meine Glücklichmacher für morgen früh vergessen, also meine Pillen, die ich nehmen muss. Das heißt, hier ist jetzt dann Abbruch und ich mache mich auf den Heimweg. Zwischendurch noch eben bei McDonald's halten was essen und dann geht's durch. Aber ich mache noch ein kleines Fazit für heute auch noch hinter. Ja. Als ich morgen losgefahren bin, ein Problem nach dem anderen. Erst wollte die Kamera nicht vernünftig laufen, mit der ich die Strecke aufgenommen habe. Dann spielt das Navi verrückt. Aber es hat sich dann später gelegt. Und dann der jüdische Friedhof, sehr interessant. Diese Ruine, wo ich war, auch sehr interessant. Und dann war ich noch an zwei Lost Places, wo ich gar nicht erst was gefilmt habe. Der eine abgerissen und der andere war eine Festung aus Stacheldraht und Bauzaun. Bin ich direkt wieder abgehauen. So. Das soll es dann auch gewesen sein. Wie gesagt, ich bin jetzt praktisch auf dem Heimweg. Also Leute, macht's gut.
bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da und Video zu Ende. Ende und aus.